Also erstmal zum Wohl. Ja, Mann. Cheers. 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 Freut mich. Merci vielmals. Wir sind heute in der Wohnstube und jetzt muss ich fragen. Marant oder Marant? Was sag ich da? Marant. 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 Wie markant. Wir sind markant, Marant. Wir haben heute live zu Gast. Zum Wohl erstmal. Cheers. Einziger hochdeutsche Satz. Sozusagen schöne Grüße aus Hamburg. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. In diesem Sinne, merci, dass wir dafür da sind. Und vielleicht für alle, die euch noch nicht so ganz genau kennen, vielleicht könnt ihr euch mal schön vorstellen und auch gleich sagen, wann ihr für ein Instrument spielt. Ja, ich bin der Can. Ich spiele seit 5 Jahren bei Marant Bass. Ich bin eigentlich Gitarrist, aber dazumal hat sich das so ergeben. Ich habe gedacht, Stoner ohne einen richtigen Bass ist kein Stoner. Also, Es ist 5 Jahre tiefer. Ja, so ungefähr. Okay. Yeah. Ich bin der Jimmy. Ich singe auch seit 5 Jahren bei Marant. Also eigentlich seit der Gründung. Und ja, mehr mache ich auch nicht. Okay. Ich bin der Sir Oli. Ich bin der Schlagzeuger von Marant. Ich bin der Neuzugang. Aber jetzt auch schon 2-3 Jahre. Dabei. Ja. Ja, ich bin eigentlich vom Metal-Bereich gekommen und habe aber gerne hinter mir gelassen, weil es da Rock zum Spielen einfach mehr Spass macht. Dann kommen wir noch drauf zurück. Ich bin der Sergio, ich bin der Gitarrist und ich heiße euch willkommen bei uns im Bandraum. Okay, dann gleich eine weitere Frage. Also, wir gehen ein wenig so geschichtshistorisch zurück. Ihr habt euch irgendwie mal zusammengeguckt, gefunden oder wie ist Geschichten entstanden, vielleicht auch gerne ein wenig später einsteigen, wenn ihr wollt. Wie habt ihr euch jetzt sozusagen zusammengefunden und ab wann ging es richtig sozusagen dann los? Also der Sergio und ich kennen euch schon seit dem Stone from the Underground 2006. Und dann 2 Jahre darauf, 2008, haben wir gefunden, hey, komm, wir müssen auch bei ihm machen. Und so ist dann das irgendwie schrittweise entstanden. Und er ist ziemlich schnell dazugekommen. Ja. Es ist dann so passiert, dass ich bin von St. Gallen hierher gekommen. Ich habe vorher auch bei einem Label ein bisschen Gitarren-Samples eingespielt und so. Bin dann hierher gekommen, habe einen alten Kollegen von mir, also und auch unseren alten Drummer, den Wiesel, dann gesehen und hat gesagt, hey, wie geht's so, bla bla. Und er hat gemeint, ja, du, gut, aber ich gehe nachher im Bandraum sounden. Da habe ich gesagt, ah, du hast eine Band? Er so, ja. Ja, darf ich mal mitkommen und schauen? Ja, kommst du mal mit? Und dann bin ich da reingekommen und habe dann angefangen zuerst mit Gitarre spielen, bis dann unser Alt-Gitarrist, der Michel, gekommen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich spiele lieber Bass, weil er spielt besser Gitarre als ich. Und so hat sich das dann ergeben. Eigentlich. Jetzt bin ich immer losgegangen. Ja, ich bin dann geblieben. Okay, wie bist du dazu gestanden? Ich habe eigentlich eine lange Zeit und dann hat eine Kollegin von ihnen gefunden, hey, ich kenne jemanden, die suchen einen Schlagzeuger. Da habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Gehst mal vorbei, gehst mal spielen. Und dann bin ich mal an einem Abend hier vorbeigekommen. Und dann haben wir gespielt und gechattet. Ja. Ist das gut gekommen? Ja, dann haben wir gar nicht. Also, hätte man vor langer Zeit gesagt, dann warst du stoned und in jüngerer Zeit hätte man gesagt, du warst gestonert. Ja, genau. Bin ich steinig geworden. Was ist denn für euch der Unterschied zwischen Metal und Stoner Rock? Ja, also Metal ist also für mich jetzt viel genauer und zum Teil auch schneller und und alles. Und Stoner ist mehr so, es lässt ein bisschen mehr Spielraum. Also ja, wie es schon sagt, Stoner Rock. Stone sein. Der Wüstenwind bläst an, ein bisschen inner reden. Beim Metal ist es schon inner ein bisschen zack. Metal ist sicher härter, mehr los. Als ich noch Metal gespielt habe, bin ich fast nie zur Ruhe gekommen hinter dem Schlagzeug. Und beim Stoner hast du richtig Zeit, da kannst du mal einen schönen Übergang machen und Zeug ausprobieren. Und der Schlagstock geht himmelschmeissen. Ja. Und bei Metal ist es einfach häufig ist noch ein Geschwindigkeitskontrast. Ich sage Stoner, also ich habe vorher nie Rock gespielt. Ich bin überhaupt nicht von der Rockschiene gekommen, bin da gekommen. Woher bist du gekommen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte keine Band gehabt, ja. Noch nie. Easy, aber und, so ja, eigentlich mehr so Soul, R&B, Hip-Hop, Funk. Es ist für mich ein bisschen so... Ja, es ist... Ich bin
Gitarrist, oder? Ja, nein, klar. Und bin dann da gekommen und habe gemerkt, dass das Donner an sich, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Serge und Jimmy haben gesagt, hey, los mal Kaius. Und dann habe ich noch Kaius gelost und habe mir gedacht, es ist so ein bisschen wie es rollt. Es treibt dich irgendwie voran. Du musst gar nicht viel machen, du schwebst irgendwie vorne an der Wand und denkst dir, geil, oder? Ja, es ist einfach so ein Rollen, es ist so ein schönes Rollen, ich finde es super. Das Donnerrock ist einfach das Gefühl, das man muss erleben muss. Wenn ich am Anfang gekommen bin, das Donnerrock. Das Donnerrock, ich habe Metal, nächstes Zeug, Black Metal, Death Metal, Progressive Metal, gut. Was ist Donnerrock? Und das zu erklären in Wort ist wirklich schwierig, aber wenn du die Band los ist, wenn du selber von einer Band spielst, irgendwann hast du das Gefühl, einfach, das ist es. Kann man das so definieren, wenn du wissen willst, was Donner Rock ist, musst du einfach einen Kaffee trinken mit John Garcia? Ja, nicht ganz. Oder ein Bier mit uns. Wenn ich jetzt nicht weiss, was Stoner ist, ich erkläre es mir immer so, musst du dir vorstellen. Ich hocke in einem amerikanischen Auto aus den 60er Jahren. Wir fahren Vollgas durch die Wüste von Nevada. Und so das Gefühl, das dann aufkommt, das für mich ist das. Also ich das Rollende und das Power, das man hat und das Krummeln vom V8-Motor. Und heißer Sand und Öldruck halt auf. Genau. Und irgendwann kriegst du einen Krampf im Fuß, oder? Nein. Aber bleib mal dran, kriegt man bei der Musik als Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger weniger als Metal denn noch, wenn man 2 Stunden könnt, wird, müsst spielen, auch Konditionsprobleme? Oder ist es beim Stoner Rock so? Also bei mir im Bass ist es so, dass ich natürlich schon gewisse Kraftfaktor leisten muss. Bassspielen ist nicht einfach, Stücke. Ich denke, beim Bassspielen allein, das kommt darauf an, wie man pusht. Wenn man ein Lied hat, das gemütlich anfängt und nachher so weitergeht, oder so, dann ist natürlich schon der Akt ziemlich anstrengend. Aber ich denke, also, läuft einfach. Beim Schlagzeug ist es ein Unterschied. Wenn ich heute wieder versuche, Metal zu spielen, dann komme ich schneller an meine Grenzen als früher. Und früher habe ich die Kondition wirklich beim Schlagzeug pusht es meistens die Vollgeschwindigkeit führen. Da hast du nicht Zeit zum Schnaufen. Und das ist da gemütlich, das ist besser, das ist gut. Es ist mehr so. Kopfding. Ja, das heisst, ja. Konzentration können behalten und immer Zeit spielen für 2 Stunden ist wahrscheinlich ein bisschen, das ist eigentlich eine Schwierigkeit, also konditionell wahrscheinlich. Also ich habe das Problem nie gehabt. Ja. Und beim Gesang? Ja, also beim Gesang, also ich komme auch vom Metal her, in einer Metalband gehabt und dort ist natürlich rumschreien und brutale Texte singen, ist da natürlich viel gemütlicher. Ich kann ein bisschen mehr Piano, ein bisschen feiner singen auch, also aber es muss doch, darf natürlich nicht zu wenig sein, es muss doch auch noch ein bisschen wüst sein. Genau, wüst. Okay. Und dann haben wir angefangen, haben auch eigene Songs, ich wollte schon sagen, definiert, also geschrieben, fließen lassen, entwickelt. Was gibt es sozusagen heute für euch? Wenn jetzt einer wirklich das Interview das erste Mal sieht und sagt, oh, da gehe ich auf die Webseite, was erwartet denn da? YouTube-Video etc., Songs, CD? Ja, also wir haben aktuell 2 Songs hier aufgenommen, in einem kleinen Gerätchen. Und die kann man auf Bandcamp kann man die hören und auch runterladen, gratis. Also wir können auch zahlen, wenn man will, natürlich. Und YouTube-Video gibt es eigentlich noch nicht. Ja, irgendwann. Nur aktuell noch nicht. Nein, wir wissen davon nicht. Ja. Müssen wir nachher eins aufnehmen? Ja, das wäre schon schlecht. Ja. Ich könnte gerne. Wann haben wir das nächste Konzert? Am Samstag in der Sahara Bar. Vinti? Ja. Als Headliner? Ja, so ein Zug. Scheißegal, ist auch Headliner. Ja. Ne? Also. Okay. Wir werden gucken, also alle YouTuber hier kräftig. Ja, okay, aber ihr habt 2 Songs, aber ihr habt natürlich auch unten mehr Songs, oder? Ja, natürlich. Also ich muss einfach nur sagen, bevor wir sind 50 sind und wir sind jetzt seit einem Jahr sind wir 4. Und vorher sind die Songs auch so auf 2 Gitarren. Und
so sind auch ein paar Songs rausgeschmissen worden. Also wir haben quasi wieder einen Neuanfang gemacht. Wir haben ein paar wenige Songs haben wir recycelt, die gegangen sind, die wir auch können, kleinere Gitarre spielen, wieder passend teilen können. Das ist so ein Rebirth, Wiedergeburt und auch eine Neugeburt, ein Neustart, aber sozusagen jede Krise ist immer auch eine Chance, sozusagen. Ich will jetzt weder das Wert, ob das zu 5 zu 4 zu meines Geheits, sondern aber eher gebe einfach weiterhin volle Energie. Und, Das Schöne ist ja an unserer Bandprobe, wir kommen rein und das Erste, was wir machen, ist eigentlich jammen. Ja, jammen eigentlich sehr viel. Und aus dem heraus sind eigentlich alle Songs entstanden. Das ist unglaublich. Ich jetzt auch mache ich Musik. Finde, dass vier oder fünf Leute zusammen so konstruktiv und so einfach Songs anbringen. Das finde ich mega schön an dieser Band. Das ist so schön. Du kommst rein, machst irgendetwas und plötzlich heisst, hey, hast du das gehört? Ja, genau das. Alles kommt, wir machen das. Und das ist so geil. Ich finde das super. Wir könnten eigentlich fast jede Bandprobe ein neues Lied machen. Also wir haben so viel Rohmaterial noch, das wir aufgenommen haben, wo wir noch gar nicht wissen, was wir machen wollen mit dem. Aber ganz blöd gesagt, wenn ich euch jetzt aufstelle und sage, spiele zwei Stunden, ihr euch derzeit langweilig werden. Nein. Also wenn Fans mitgehen, dann kann man da richtig schön entwickeln. Absolut. Ist das auch das Schöne am so vielleicht. Das ist das falsche Wort, aber ist das das Schöne am Stoner Rock, so der Freestyle? Ja. Ist viel geht das eigentlich auch wieder zurück zu so 70er, Psychedelic? Also vielleicht weniger von der Musik, Technik, aber mehr vom Spirit her. Absolut. Amandyl, Krautrock, keine Ahnung. Das war ja die extensivste. Also, okay. Und vielleicht noch dazu, haben ja Favoriten, also ein Song, wo er sagt, ey, das ist einfach unsere Hymne, egal wie es uns geht, wir sind, kein Problem. Ja, bravo, ist gut, kannst du sie reinnehmen. Frauen sind neuerdings hier auch gerne willkommen, also. ich denke, The Spirit haben wir sicher. Der Favorite Song. Das kann auch deine Frau der Favorite Song sein, oder? Der Favorite Song, also mein Favorite Song ist an sich der Catastrophe. An sich, weil, ich weiß nicht, der pusht richtig geil. Er ist so. Es ist so ziemlich das, was wir als Höhepunkt momentan auch bezeichnen. So. Es ist ein in your face, aber auch ein weiter Song. Ja. Also es hat beides ein bisschen drin. Und als, das ist also mein Favorite. Ich sagen, Catastrophe und Luggage, ja. Der Luggage war auch ganz gut gewesen, da haben sie gefunden, spiel mal etwas Kompliziertes und Schlagzeug. Die ist so, ja, kompliziert, sie denkt, ja, ich habe die Hai. Spiel, jetzt! Die Hai habe ich gerade zum Beat geübt, ja, versuchen wir den mal. Dann habe ich den Beat gespielt und dann ist ein Song daraus entstanden. Ja. Also, so läuft das bei uns. Ja. Geil. Also, mein Favorite Song ist, eigentlich viel. Bubble Tea mache ich sehr gerne, der ist einfach für mich zum Singen, ist der schön, ich kann so schön fein anfangen und dann richtig so reinlicken und richtig Vollgas geben, also ich finde, das ist mein Favorit. Ja, also der Bubble Tea war so auch der Anfang, das ist der erste Song, den wir das vierte gemacht haben. Okay. Das hat so ein bisschen den Anfang gemacht und der Catastrophe, das ist eigentlich sozusagen der letzte, der dann rausgekommen ist, also das ist eigentlich so der Nachfolger vom Bubble Tea. Entschuldigung, aber so wie ihr Stoner-Rock-Leben macht, könnte ich jetzt sagen, ich mache gerne Stoner-Interviews. Ich lasse es einfach gerne fließen und solche Unterhaltungen sind einfach authentisch, muss es ja sein. Dann geben wir einfach mal in der Richtung Vollgas. Was erwartet die Leute am Samstag? Sag bitte, wo es ist. Für wirklich, das Ding geht raus ins YouTube. Macht Werbung, wo sieht man euch wann? Also gespielt, also am Samstag, und wie lange gehört man euch? Ja, also es wird etwa, wir haben ein Set von etwa 50 Minuten. Ja. Und es ist eigentlich so wie eine Art Privatanlass. Also okay. Die Bar ist dort nicht offiziell offen, weil sie wollen nicht mitmachen beim Albani-Fest. Mhm. Darum sind wir angefragt worden, weil die Bar heisst Sahara Bar und Chefin hat gefunden, wir sind Desert Dudes.
Desert und Sahara. Sahara, das ihr müsst spielen. Ihr müsst spielen. Ja, ja. Ja. Ja, was sie erwartet, ja, Spaß. Also kann man die Songs, die ihr gerade gesagt habt, kann man die dort hören? Dann ja, absolut, absolut. Absolut. Ja, okay. Absolut. Okay. Wir werden das ein bisschen verkürzt spielen, auch wie wir das so haben wollen. Ja, dort, ja. Spielen wir alles. Und Zahara Park findet man ganz easy, können wir auch noch einblenden etc. Ist kein Problem. Ja. Und die Leute können ja probieren, zu mir zu kommen, wenn sie euch... Ja, sowieso sind wir Feister und so einfach mal laut klopfen. Ja. Mal, ja. Also einfach reinkommen. Genau. Und ansonsten, wenn etwas ist, können wir euch auch ankündigen. Das ist natürlich kein Problem, wenn wir weitere Konzerte haben, das ist klar. Ja, absolut. Einfach generell nochmal für die Nicht-Stoner-Rock-Leute, die sich noch nie mit befasst haben, ihr gebt einfach zusammenfassend Full Energy. Ist sozusagen immer authentische Live-Recording eigentlich dann, wo mitgenommen wird und möglicherweise gibt es dann absehbar mal mehr Videos oder mal eine CD oder man kann sich auch über die Website an euch wenden, wenn man eben schauen oder ja, so. Oder absolut, ja, absolut. Also wir wollen auch eine Platte aufnehmen im August. Aufnahme, Platte schlussendlich irgendwann im Januar und wirklich, wir machen Vinyl. Das wird dann auch unser Debütalbum sicher. Ja. Also, wir haben ein Time Limit heute, wegen, wir haben ja eure Idole, also, oder Anführungsstriche Idol, wo, also die haben dürfen in euer Wohnzimmer, weil ihr dürft hier ja pro, also, es ist bei euch hier, oder? Die dürfen bei euch spielen heute, das ist lieb von euch. Ja, wir sind also sehr gross. Dann würde ich doch vorschlagen, wenn ihr euch das würdet erlauben, dann täten wir mal der mittelnde Agentin demnächst vorbeischicken und dann kommen wir mal in den Proberaum, vielleicht sind wir dann gerade am Jammen und dann mal das verfließen lassen, auch im Wüstenrock-mäßigen Geschichte-Style. Und dann kann ich nur sagen, wenn ihr mir böse sind, weil ihr euch noch ein wenig relaxen vor dem Konzert, keep on rocking, stay tuned. Ja, haut rein und heute ist nicht aller Tage, wir sehen uns wieder, keine Frage, oder? Yeah! Yeah! Yeah. Yeah. Yeah.